Limestone. Okay. Dann nehmen wir in Zukunft Limestone. Oh, ups. Da war ich zu voreilig. Limestone Storage. Gut. Hier wird nur Limestone gelagert und kann ich das hier einstellen? Stockpile links. Choose a stockpile to which the workshop will give items. For which the workshop will take items. So. Jetzt nimmt dieser Workshop nur noch von diesem Stockpile Items. Sonst von nirgends. So. Und dann brauchen wir hier einen neuen Stockpile. Und das ist der Stone Storage. Hier werden Steine gebunkert. Und zwar alle Nicht-Economic-Stones. Was ich gerade so wundert, ist, wo Stone, Other Stone. Petrified Wood. Metal Ores, Economic, Clay, Sandy Clay, aber Glas. Sandstone, okay. Ja, Ammonit. Sand fällt unter Coins. Hä? Achso, ich kann Sandcoins herstellen, okay. Ups, das war die nicht. Ich will diesen Stockpile. Sand. So. Finished gut. Kann ich auch nur das Material? Wird sicher nicht. Sandbags wahrscheinlich. Sand. Yellow Sand Powder. Sandstone und Sandy Clay. Aha. Okay. Machen wir erstmal weiter. Oh ja, und der Stockpile kriegt dann auch 4 Wheelbarrows. So, die nächste Sache, die wir dann gucken müssen, wie viele Wheelbarrows haben wir und wie viel brauchen wir. So, das ist mein Wood Stockpile. Da kommt einfach nur Wood rein.
So. Okay. Der braucht dann auch 4 Wheelbarrows. Aber weil ich denke, dass es dann schneller geht. Und ihr... Du nimmst von da. Und der Boja... Nimmt auch von da. So, und von nirgends anders. Gut. Ich weiß schon gar nicht, was ich hier reinpacken soll jetzt als nächstes. Vielleicht noch mehr Holz. Vielleicht sollte ich den Stockpile einfach vergrößern. Zu einem großen Holzstockpile. So. Gut, nächster Stockpile. Wobei, da könnte ich Bars Blocks fertige reinpacken. Das war nicht so gedacht. So. Okay. Ups. Manchmal ist die Steuerung frickelig. So, akzeptieren. Das ist jetzt mein... Builder Storage. Weil hier kommen Bars Blocks. Aber nicht aus Metall. Auch nicht aus Asche und so. Ja, aus Stone auf jeden Fall. Keine Metallblöcke, aber andere Materialien, ja. Oh, was mich dazu bringt. Das ist eigentlich auch eine Idee. Wo war nochmal meine Nahrung? Meine Nahrungsproduktion hier. Dieser hier. Also was ich painten wir einfach mal um. So. Dafür kommt jetzt hier unser neuer... Achso, das. Das war zu groß. Das. Das ist jetzt unser... Hot Ash Storage. So, und hier kommen Bars Blocks rein. Aber nur Potash. So. Gut. Soweit so gut. Ja, das heißt hier unten, das ist ein Bars Blocks, da ist nur Bilderzeug drin. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Kohle-Storage als nächstes. Also hier kommen Bars Blocks. Keine Metal. Ja, Seife kann von mir aus auch da drin bleiben. Keine Steinblöcke, keine Metallblöcke. Und keine aus anderem Material. Oh ja, und das können wir auch noch kurz umändern. Glas soll hier auch nicht rein. So. Jetzt brauche ich als nächstes ein All Stockpile.
Except, das ist der Ore Storage. So, in den Ore Storage. Kommen auch Bars Blocks. Nee, halt. Kommt Stone. Metal Ores und Economy Stone. So. So, jetzt brauchen wir einen Gem-Stockpile, einen Gem-Storage. Hier kommt alles, was Gems ist, rein. Hier kommt auch alles, was Clay ist, rein. Ach, hier können auch kann noch alles, was das ist, eingehen. Dann brauche ich noch Sand Bags. Die waren, glaube ich, hier, oder? Nee, Sand Bags waren hier. Mir fällt gerade so auf, dass ich noch keinen Platz habe. Wo ich mein Furniture stolen soll. Also ehrlich, da die Essenshalle ja so groß ist. Ist das jetzt hier der Furniture? Storage. So. Da kommt Furniture rein. Außer Bags, Barrels, Bins, Buckets. Und Sandbags, so. Und jetzt brauchen wir hier noch als letztes den Metalworks Storage. So. Ja, hier wird es jetzt kompliziert. Hier dürfen nämlich Munition rein, die nicht Bolzen sind. Empty Cages dürfen hier rein. Armor darf alles rein, wenn es unusable ist. Und nicht. Ups. Unusable und nicht aus Nichtmetallen. Ich
Hier dürfen Metal Bars rein. Und Metal Blocks. Oh, habe ich daran gedacht, die da in den Gemstock beim muss ich gleich mal gucken. Coins habe ich in den Metal. Finish Goods wird alles hoffentlich irgendwo anders gelagert. Das ist ja interessant. Ich habe hier Armors, Backpacks und so weiter. Das heißt, ich mache mal All. Und nehme Amulets, Bracelets, Backpacks, Blasks raus. Earrings, Figurines, die. Das heißt, ich wüsste, dass da oben eigentlich auch noch machen. Also hier non. Footwear. Goblets können hier gelagert werden. Large Gems auch. Quivers nicht. Ringe, Zepter. Und Toys. Gut. Gems. Furniture wird eher als oben gelagert. Ah ja, Trap Components. Also all erstmal. Hier werden Trap Components gelagert. Keine Usable Weapons. Und das war's eigentlich. So, das heißt, ich muss nochmal den hier angucken. Bars, Blocks. Die drei da noch bitte rein. Und jetzt bei meinem nicht. Achso, weil da auch Sheet drin ist. Bei meinem Cloth. Oder bei meinem Dress Storage besser gesagt. Finished Goods aus Other Materials. Außer Amulets, Bracelets, Backpacks, die Dinger, Earrings, Figurines, Flasks, Goblets können hier gelagert werden, Quivers nicht, Rings, Scepters, Toys. So, dann lassen wir mal laufen und den totalen, das totale Chaos beginnen. Oh. Passt. Prepared Meals kommen hier raus. Und trinken. Bitte auch hier raus. Also halt, Cheese kann bleiben. So, und was ich gerade mal kurz mache, ist speichern. Nachdem wir jetzt zwei Folgen lang damit beschäftigt waren, die Storages neu zu verwalten. Krass, oder?
So, da sind wir auch schon wieder. Ich muss sagen, ich finde es komisch. Ah, da hat er ja Depression mal wieder.